Herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Sascha und in diesem Video geht es um unser neues Dach. Wir haben bei unserem fast 100 Jahre alten Haus ein neues Dach bekommen, neue Dachziegeln, teilweise den Dachstuhl umgearbeitet und so weiter und so fort. All das zeige ich dir in diesem Video. Gab auch eine Menge Trouble. Wir haben irgendwann später Dachziegeln bekommen als geplant. War richtig stressig, richtig Theater, aber mit Sicherheit spannend. Sieht richtig gut aus inzwischen, neue Fenster drin und so weiter und so fort. All das in diesem Video. Bleibt dran. Ja, los geht's natürlich mit Material. Hier gibt's neues Material. Ja, und dann wurde auch schon das Gerüst aufgebaut. Ruckzuck ging das bei den Jungs und dann ging es auch schon an das Dach abdecken. Hier sind wir schon einen halben Schritt weiter. Dachziegeln einfach schön einzeln nehmen, runterschmeißen in den Container. Gut, einen Container haben wir gebraucht für die Dachziegeln. Nee, stimmt gar nicht, für die andere Seite dann auch noch. Also sind es, glaube ich, zwei Container gewesen. Ja, das läppert sich schon. Da kommt einiges zusammen, wenn man da die Dachziegeln vom Dach holt. Inzwischen ist auch schon der Kaminzug weg, weil wir die beiden Kaminzüge im Haus rausgenommen haben. Die waren beide in unglücklichen Positionen, deswegen haben wir sie entfernt. Und hier sieht man auch schon, wie der Dachstuhl unten ein bisschen umgearbeitet wurde. Wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht, aber da war ein Knick drin und diesen Knick wollten wir dann raus haben. Der sah irgendwie komisch aus und da haben wir einfach nur ein klein wenig, das waren eigentlich 10 cm, wo wir den Balken tiefer gesetzt haben. Ja, und den Dachstuhl ein Stück nach unten gedrückt haben und somit haben wir dann ein gerades von oben durchgehendes Dach auf dem Hinterhaus in Richtung Hofseite. Den anderen Knick auf der anderen Seite, der lässt sich technisch natürlich etwas schwieriger bewerkstelligen. Der ist auch jetzt weiter nicht problematisch. Den sieht man jetzt hier auf der linken Seite ganz gut. Der Knick ist okay, aber auf der rechten Seite war da jetzt nicht so viel, aber der hat dann doch irgendwo ein Stück weit gestört. Deswegen haben wir ihn rausgemacht. Ja, da sieht man auf der einen Seite, es ist noch das alte Dach, auf der anderen Seite haben wir schon mal das Dach soweit zu, die Unterspannbahn drauf, damit das Dach wieder dicht ist, falls es regnet, damit man dann, damit kein Regen dort reinkommt. Hier haben die Jungs dann schon mal relativ einfach sich die Sachen zurechtgelegt, gemessen, Kettensäge abgesägt, das ist alles relativ rustikal gewesen, wie die gearbeitet haben. Aber die haben super gearbeitet, gar keine Frage, das war okay, aber da war das Fichtenmoped dann öfter im Einsatz. Hier ist der Balken, von dem ich vorhin gesprochen habe, den wir dann neu gemacht haben. Den habe ich zwischenzeitlich nochmal abgeschliffen. Der ist dann da reingekommen, ein bisschen tiefer und schon hat das alles wunderbar gepasst und das Dach war gerade. Da konnten wir auch die alten Holzbalken wieder verwenden. Ja, hier sieht man das, der Balken etwas tiefer. Ja, Holzbalken rein, fertig. Da auf der rechten Seite sehen wir jetzt schon, haben wir das Fenster vergrößert. Warum? Weil wir natürlich den Anschluss an der rechten Seite schon fertig machen müssen, weil da werden die Dachziegeln ja an die Wand rangelegt. Also muss diese Seite fertig gemacht werden. Also wird die auch schon gedämmt und auch neu verputzt. Das machen wir so zwischendurch nochmal mit. Haben wir natürlich anfangs nicht richtig mit bedacht, aber muss natürlich auch gemacht werden. Hier wird schon mal die Grundierung jetzt aufgetragen für die Seite, damit die Dachziegeln halt vernünftig an die Front rangearbeitet werden können. Das kann man natürlich nicht später machen. Wir planen ja eigentlich die Fassade erst im kommenden Jahr zu machen. So, hier kommen jetzt die Styroporplatten dran, dann wird das verputzt und dann ist das auch super. Da kann man jetzt schon mal relativ weit durchgucken bis nach unten. Ja, man sieht es nicht so gut, aber der Raum da unten, das wird ein richtig schöner, großer Raum.
Ja, und dann kamen endlich unsere Dachziegeln. Das war echt heftig. Eine Woche bevor die Jungs ankamen, kriegte ich die Information, die Dachziegeln kommen nicht pünktlich, die werden sich ca. 14 Tage verspäten und auch der Termin war nicht safe. Da geht natürlich die große Hektik los, weil wir alles organisiert haben, die Dachdecker, Dachdeckerlift und alles, was man so braucht, aber keine Dachziegeln. Das ist natürlich eher suboptimal. Tja, was haben wir gemacht? Wir haben mit vereinten Kräften haben wir ein bisschen Hilfe gehabt und dann haben wir Dachziegeln organisieren können. Nicht in Deutschland, sondern die Dachziegeln sind tatsächlich aus Polen gekommen. Bras ist zwar eine deutsche Firma, ja, aber diese Dachziegeln sind dann irgendwann nach Polen gegangen und aus Polen wieder zurückgekommen. Da haben wir einen LKW organisiert. Alles in allem Riesenaufwand, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass es nicht so viel teurer war, muss ich fairerweise dazu sagen. Ich glaube, wir haben 100 oder 150, vielleicht waren es 200 Euro mehr, die wir bezahlt haben durch den LKW, den wir logischerweise noch bezahlen mussten. Alles in allem haben wir Glück gehabt, dass wir die Sachen noch zeitnah bekommen haben und dann ja, der Dachdecker auch das Dach entsprechend decken konnte. Aber da war schon ein Riesenaufwand, denn das nächste Thema war, jetzt hat man das alles organisiert, wunderbar, aber wie kriegt man das Ganze denn jetzt transportiert? Wie kriegt man das vom LKW runter? Da hat mir zum Glück ein Nachbar geholfen, da in der Gegend, wo wir sind, ist ja eher ländlich. Da gibt es einen Bauern, der hat hier so einen schönen Teleskoplader, mit dem konnte man das wunderbar abladen. Denn auch das ist nicht so ganz einfach, wie gesagt, hier mal eben 2000 Teile irgendwie runterzuladen. Hat aber alles funktioniert, da nochmal einen schönen Dank an ja, denjenigen, der uns geholfen hat, das zu organisieren, dass die Dachziegel ankommen und natürlich auch an den Nachbarn, der uns die Dachziegel vom LKW geholt hat. Ja, hier sieht man schon mal so ein Stück weit, wie das ganze Dach dann gedeckt wurde. Die Jungs haben dann halt immer mal wieder so ein paar Pakete raufgepackt und dann ruckzuck, ja, wenn man erstmal schon so weit ist, dass die Dachziegel gelegt werden können, dann geht das auch relativ zügig. Ruckzuck, innerhalb kürzester Zeit ist dann so ein Dach gedeckt. Die Vorarbeiten, ja, die sind deutlich länger irgendwo und die Anpassungsarbeiten als das eigentliche Dachdecken, denn das geht relativ schnell. Hier rechts sieht man jetzt auch schon, wie die Fassade fertig ist und der Anschluss an die neue Fassade ja auch schon gemacht wurde mit einer Leiste und so weiter. Auch das hat super geklappt. Man staunt wirklich, wie die Jungs da oben auf dem Dach rumtouren. Das ist echt Wahnsinn. Die gehen da auf, so wie wir auf dem Fußboden gehen, gehen die auf dem Dach hoch und runter auf diesen Leisten. Das ist echt, also für jemand, der gerade auch so ein Stück weit Höhenangst hat, also der sich auf der Leiter nicht wirklich wohlfühlt, für den ist das echt eine faszinierende Angelegenheit, wie die Jungs da auf dem Dach rumtouren. Wahnsinn. Ja, und so sieht das fertige Dach dann am Ende aus. Ein paar Ziegeln haben noch gefehlt und ein Fenster, was wir noch mal einpassen mussten. Aber das war jetzt dann auch kein Hexenwerk. Das kam dann ein bisschen später. Fenster eingebaut und die restlichen fehlenden Dachziegeln ebenfalls. War ein bisschen knapp bemessen, aber alles kein Problem. Das wurde dann im zweiten Schritt dann noch gemacht. Ja, jetzt haben wir ein fertiges Dach, neue Dachfenster drin, schöne Velux-Fenster. Da sollten wir die nächsten Jahre mit Ruhe haben. Hinterlass gerne ein Like, einen Kommentar, wenn du Fragen hast, beantworte ich sehr gerne. Ansonsten abonniere den Kanal für weitere Updates zu unserem Hausbau. Da passiert noch einiges Spannendes. Jetzt geht's langsam in den Innenaufbau. Schau in unsere Playlist. Bis die Tage. Macht's gut. Tschüss.